Hey Leute, Coach Steffi und heute zeige ich euch die Top 5 Tipps für euer Bizeps-Training, wie ihr das quasi auf das nächste Level bekommt und was viele Leute falsch machen. Let's go! Es gibt ja viele verschiedene Übungen, die man für den Bizeps machen kann. Mit Kurzhanteln, Langhanteln, Maschinen im Fitnessstudio, mit dem eigenen Körpergewicht. Aber dennoch gibt es viele Leute, die einfach grundlegende Dinge falsch machen. Und die will ich heute in dem Video alle abdecken und habe euch dazu 5 Punkte gegeben, die wir jetzt Step by Step durchgehen. Und bevor wir anfangen mit dem ersten Punkt, Kanal abonnieren, damit ihr kein Video verpasst, damit ihr weiter lernt und euer Training besser wird. Glocke klicken, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt. Also fangen wir gleich an. Wir brauchen dafür heute 2 Kurzhanteln und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr euren Bizeps trainiert, dass ihr mit Kurzhanteln arbeitet oder zumindest mit dem eigenen Körpergewicht, da kommen wir nachher drauf. Wir haben jetzt hier die Hanteln von der Marke Gorilla Sports und ich würde beim Bizeps-Training so ein mittleres Gewicht empfehlen, weil wir hier nicht auf Maximalkraft gehen, sondern eher bei 12 bis 15 Wiederholungen uns bewegen, das heißt so 6 Kilo, 8 Kilo, irgendwas um den Dreh. Der erste Tipp ist, wie du die Hantel greifst. Die Hauptfunktion ist ja die Supination vom Bizeps, also diese Drehung des Daumen nach außen. Und damit da ein bisschen mehr Gewicht drin liegt, müsst ihr die Hantel hier an der Daumenseite eng greifen, damit vom kleinen Finger zur Hantel der Weg, der Hebel möglichst lang ist, damit ihr bei der Drehung hier mehr Gewicht in dieser Supination habt. Wenn ihr den Griff dann richtig gewählt habt, kommen wir zu Tipp Nummer 2. Und zwar sehe ich dann häufig den hier, dass die Leute so stehen und ihren Bizeps trainieren. Drehen zwar schön in die Supination rein, das Problem ist, wenn der rechte Arm arbeitet, hat der linke Pause. Und eigentlich will ich ja die Time Under Tension halten, damit mein Muskel einen gewissen Widerstand über eine gewisse Dauer der Zeit unter einer mechanischen Last, also dem Gewicht, arbeiten muss. Wenn ich aber jetzt hier immer wieder Pause mache und unterbreche, ist das nicht gut für meinen Muskelaufbau. Das heißt, ich fange an und arbeite entweder mit beiden Armen gleichzeitig und mache hier meine 12 bis 15 Wiederholungen oder ich mache erst den einen Arm fertig und dann den anderen Arm, wie beispielsweise auch bei Konzentration Curls. Tipp Nummer 3 hat was mit der vollen Range of Motion zu tun. Ich weiß, ihr wollt von ganz unten ganz hoch drehen, damit alle Muskelfasern arbeiten. Ist auch korrekt. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier beim Curl hoch drehe, habe ich hier einen langen Hebelarm, Last auf dem Bizeps. Wenn ich aber höher gehe und noch weiter rangehe, wird die Übung wieder einfacher. Das heißt, hier geht die Spannung wieder weg. Ich darf also wirklich nur bis hier drehen und wieder runter, wenn ich Kurzhantel-Curls mache, weil eben sonst die Spannung im Bizeps weniger wird. Am besten macht ihr daher Chin-Ups. Wurde auch mal, gab eine Studie, ich muss mal gucken, wenn ich es finde, verlinke ich euch, wenn nicht, googelt einfach, dass Chin-Ups mehr Spannung im Bizeps haben, weil du eben, wenn du dich hochziehst, hier volle Spannung halten musst, sonst würdest du ja einfach runterfallen. Das heißt, ihr greift hier möglichst eng, lasst euch dann von hier volle Range of Motion runter, hoch, runter. Und wenn ihr hier arbeitet und ihr seid hier ganz oben, habt ihr auch die volle Range of Motion. Der Unterschied ist, hier müsst ihr fucking viel Spannung halten, was ihr bei den Kurzhanteln nicht machen müsst. Das heißt, wenn ihr euren Bizeps effektiv trainieren wollt, wäre es auf jeden Fall zu empfehlen, Chin-Ups einzubauen. Tipp Nummer 4 hat was mit Ausweichbewegungen zu tun, weil wenn ihr jetzt einen Bizeps-Curl macht und ihr fangt hier an, seht ihr vielleicht, dass bei manchen Leuten so ein bisschen der Ellenbogen vor zurück geht, dass sie ein bisschen schummeln. Daher macht es durchaus Sinn, eine widerlagernde Übung zu machen, wo ihr quasi euren Arm irgendwo festmacht. Kennt ihr im Fitnessstudio, habt hier eine Bank und wenn ihr jetzt hier euren Arm drüber legt, guckt, dass kein Platz in der Achselhöhle ist, dass ihr auch wirklich nicht schummeln könnt und dann hier anfangt zu arbeiten, dann könnt ihr wirklich nicht mehr raus. Dann müsst ihr die Bewegung aus dem Bizeps machen, ja? Weil so kann noch eure Schulter mithelfen, am besten noch irgendwie aus dem Rücken. Von daher macht es auch Sinn, so eine Übung drin zu haben. Der letzte und 5. Tipp hat nochmal was mit eurem Handgelenk zu tun. Und zwar solltet ihr das anspannen und am besten so leicht anflexen, damit die Unterarmmuskeln arbeiten, dass ihr hier Spannung habt und euch nicht verletzt. Weil wenn ihr es hier einfach so tot hängen lasst und so die Bizeps-Curls macht, ist klar, dass ihr euch irgendwann hier verletzt. Ja? Also Spannung, klar, wenn ihr jetzt ein bisschen hochgeht, wird der Hebelarm kürzer, aber sollte kein Problem sein. Und dann könnt ihr hier arbeiten mit einem festen Handgelenk.
Und das war's. Ich hoffe, die 5 Tipps konnten euch weiterhelfen. Und falls ihr ein Guideline braucht, gerade als Anfänger, Trainingslehrer kann manchmal ein bisschen kompliziert sein, kann ich euch mein How to Train E-Book empfehlen, weil da sage ich euch ganz genau, an welchem Tag, welcher Muskel, kommt drauf an, wie oft ihr die Woche trainiert, was ist Umfang, was ist Intensität, Home Gym oder doch im Fitnessstudio, was macht mehr Sinn, wo sind Vor- und Nachteile, alle das für einen kleinen Preis, damit es sich auch eben jeder leisten kann. Link ist unten, auch zu den Kurzhanteln, Link ist unten und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, unten einfach reinstellen, Kanal abonnieren, Coach Steph, wir sehen uns bis dann, Peace.